So, und da sind wir bei dem Format ohne Namen. Erinnert ihr euch noch an die letzte Woche? Ja, da habe ich euch gesagt, schreibt doch mal eure Lieblings-YouTuber in die Kommentare. Und ja, ihr habt wirklich viele YouTuber in die Kommentare geschrieben. Ich hoffe, ich baue das hier ein, dass man die sieht. Ich wollte eigentlich eine Liste davon machen, aber da ihr so viele da reingeschrieben habt, konnte ich unmöglich eine Liste davon machen, da ich ja unmöglich jetzt welche da mehrfach hatte. Also ich hatte wohl welche mehrfach, aber da habe ich wohl kaum genug, um eine ganze Liste zu füllen. Aber da ist mir was eingefallen. Wenn euch schon so viele Leute einfallen, die ihr gerne guckt, warum liegt dann immer noch der Fokus auf gerade diesen Leuten, die man nicht gerne guckt? Das ist doch schon bescheuert. Warum, wenn ihr so viele gute Leute kennt da draußen, warum kann man sich dann immer noch mit diesen anderen Leuten da beschäftigen, die einen total nerven? Ganz ehrlich, solche Leute, die ihr da mögt, die könntet ihr super verbreiten. Die müsst ihr allen mal vorschlagen. Genauso wie ihr es jetzt bei mir gemacht habt. Und ich denke, das ist auch ganz schön gut, sowas daraus zu machen. Ich werde die hier mal alle aufführen. Hoffentlich muss ich gleich ein paar Pushs machen und dann alles hier zusammen machen. Okay. Ja. Groß viel reden will ich da eigentlich nicht noch. Sei denn, mir fällt da jetzt noch was ein. Oh ja, ich werde wohl noch ein anderes Video heute machen. Nicht, dass das hier einfach viel zu kurz ist. Auch wenn schon was Tolles ist irgendwo, aber dann fühle ich mich ja irgendwie auch schon wieder ein bisschen blöd, wenn ich euch so wenig hier jetzt gebe. Also wir machen heute einfach zwei Parts, wenn ich es schaffe. Obwohl ich bei dem zweiten Teil hier jetzt ein bisschen mehr nachdenken muss und mir was raussuchen muss. Aber ja. Da werde ich über was sprechen, was nochmal mit Don't Feed the Beast zu tun hat. So eine kleine Erweiterung. Das ist ja auch ganz gut in letzter Zeit gelaufen. Ja, wie gesagt, die YouTuber, die ihr euch anguckt, empfehlt die bloß den anderen Leuten, die ihr da immer habt. Wenn die sagen, ja, YouTube Deutschland ist total scheiße geworden, könnt ihr einfach diese Leute empfehlen. Besser geht es nicht, da vergisst du doch das ganz andere Zeugs. Wenn ihr die gut findet, dann finden die bestimmt auch andere Leute gut. Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Und ja, ciao. Bevor ich das hier vergesse, ich hoffe mal, das geht mit euch allen klar, dass ich hier eure Kommentare gezeigt habe. Ich denke mal, da wird jetzt keiner ausrasten. Ich meine, ihr habt die ja unter das Video geschrieben. Ja. Ich wollte noch meine Lieblings-YouTuber sagen, zum Beispiel Game Grumps. Ja. Game Grumps gucke ich gerade relativ sehr häufig. Was wir auch ganz vergessen haben. Einige von euch haben halt auch nicht wirklich begründet. Kein Problem damit. Ne? Kein Problem. Fällt mir eigentlich noch ein YouTuber ein, den ich gerade sehr oft gucke. Eigentlich nicht. Höchstens der Nostalgia Critic. Der hat ja nicht wirklich einen eigenen Kanal. Der hat ja eher einen Kanal, wo der auftritt. Channel Awesome heißt der, glaube ich. Ich gucke auch gerne Death Battle bei Screw Attack. Und ja, ist eigentlich mehr englischer Zeug. Englisches Zeug. Keggy gucke ich oft. Ja, Keggy, mein Geheimtipp. Keggy. Eigentlich sollte er nicht geheim sein, so gut wie der ist. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ein zweites Mal. Ciao.